Max FPS. Ja, natürlich. Ich will aber 100... Wandloses Fenster. Alles so hoch, wie es geht. Gameplay, Sichtfeld, Sprache Deutsche. Großer Kopfmodus. Was? Gebäudesymbole, ja. Steuerung. X ist meistens die vertikale und Y ist die horizontale oder irgendwie sowas. Y ist umdrehen, das bedeutet, wenn du nach oben ziehst mit der Maus, dreht er sich nach unten. Großer Kopf bedeutet, dass die Gegner große Köpfe haben. Das ist bei Shootern oft der Fall, dass du das einstellen kannst, dass du leichter Kopfschüsse machen kannst. Die dann wahrscheinlich mehr Damage machen. Ich bezweifle, dass das ein gutes Spiel wird. Weil ich habe so das Gefühl, so richtig... man kann friedlich machen, das ist okay, aber wir machen normal. Spieler 2 bis 8, ja, ist okay. Auf YouTube werde ich noch live angezeigt. Der Stream lädt aber nicht. Das müsste eigentlich... Einfach. Es ist einfach weird. Hier nicht manuell beenden? Der YouTube ist so broken. Es ist einfach so broken, YouTube. Es ist einfach so dämlich. Ich kann hier noch nicht manuell beenden. Ich weiß nicht. Ich klicke auf Livestreams, da steht drin. YouTube checkt nicht, dass ich nicht mehr live bin. Das ist so dumm. Ich musste den Livestream jetzt löschen. Ja, ist egal. Starten wir mal. Warte mal, Sekunde. Echt? Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Hallo. Na, Bubi. Was geht? Geht es bei? Ja, ich lade euch ein. Ich bin schon dran. Okay. Also, man kann ja beim Suchen einfach auf Freunde... Freunden filtern. Macht einfacher.
Boah, start nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Aber irgendwie finde ich das komisch. So, wollen wir mal, was mein Spiel mit dem Game macht. Ja, 144 FPS sollte eigentlich drin sein. Ich habe alles auf Ultra gestellt. Das ist also die Forest Map gewesen. Ich kann nur aus dem Fenster gucken. Gerade 70 FPS gehabt. Da ist ein Puff drauf. Kann man mal machen. Oh yeah. Hallo Juna. Oh yeah, Swinger. Hey, die Heli-Swinger. Keiner schraubt an mehr Nippeln in der Luft. Natürlich überlebe ich das. Hi, Juna. Wo bin ich? Hallo. Ich bin der Dieter. Ich bin auch im Helikopter. Wenn ich alles auf Ultra gestellt habe. Warum bin ich denn bei 50 FPS? Sekunde. Hey Boys! So, haben wir den Justine. Hä, ich finde es komisch. Ich kann das Overlay von Dingsbums nicht aufmachen. Warte mal, ich will mal was gucken. Wäre ja nicht das erste Mal, dass es verkacken. Ich starte das Spiel im Vollbildmodus und ich verliere 50 FPS.
Kann ich mit dem sprechen? Wandloses Fenster ist erstmal für die Grafik besser. Ich habe eine 3060 und ich kann das Spiel nicht auf hoch schalten, weil ich sonst FPS verliere. What the fuck? Okay, jetzt. Grüß dich. Ich hab irgendwas hier. Ich kann die nicht mitnehmen, ich kann sie mir nur reinziehen. Ich kann's auch nehmen, wenn ich einmal kurz E drücke. Ich glaube, wenn du nicht zu hältst, glaube ich, das ist es, glaube ich. Du hast es Walkie-Talkie mit T angeschaltet. Das ist ein bisschen weird. Also. Ich hab doch die ganze Zeit versucht, das abzuschalten, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Walter White mit Hahn. Hallo Justin. Na, bist du alt geworden? Es ist überhaupt noch was für deine müden alten Knochen, alter Mann. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich habe auch keine Ahnung, was ihr mit dem Typ eben gemacht habt. Ich sag einfach mal nichts, weil ich kenn's ein bisschen, ja. Ja, was denn auch sonst? Wäre ja zu schön gewesen. Wäre ja zu schön gewesen. Obwohl, ich kenne nicht die Position hier, kenne ich nicht. Ja, das sieht immer so aus, er tut nur so. Ich hab einen Stock! Mit dem los! Wer ist das? Folge mir! Ach, er kann ja mehr sprechen! So! Weil wenn du auf die Ohren drauf schaust, der blutet aus beiden Ohren. Ah. Er hat irgendwas am Kopf abbekommen. Alles klar, wir haben den Adriano, wir haben den Justin und den Kevin. Mach Pause. Oh. Ich muss den Befehle erteilen. Ja, da kann er einiges machen. Okay. Aber es gibt nicht so das. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Handgranate und irgendeine Ladung collected. C4 Ladung, ja, kann man machen. Geh erstmal Bäume fällen. Ja, aber C4 hier. Wie mach ich das Inventar auf? Okay, das ist cool. Mit I. Halbzweckmesser, Notfallpaket. Lol. Du machst das Notfallpaket auf und dann, okay. Du willst doch nichts sagen, Justin, aber was du in der Hand hast, gefällt mir nicht. Hast du mich gerade mit dem Ding abgeworfen?
Okay. Drehen. Links platzieren. Bewundert meine mächtigen Phallus! Und Werke des Bauens. Oh, komm schon, die Animation hätte man... Justin, die Axt habe ich auch. Du musst ins Inventar gehen. Und musst das Notfallpaket öffnen. Und dann liegt da die Axt drin. Also ich weiß nicht. Ich fand... Das Inventar, ich finde es halt immer schade und frage mich dann immer, warum man das Inventar immer erweitern oder verkomplizieren muss, obwohl es eigentlich funktioniert hat. Bett aus Stöcke. Das sind die gleichen Jagdunterstände. Warum kann ich das nicht mit dem Rad machen? Warum muss ich das? Ja, das ist jetzt die Frage. Gibt es da sowas wie eine Story oder ist es einfach nur Überleben? Ich glaube, es gibt eine Story, aber ich weiß es nicht. Sicher. Okay. Es gibt halt nur... Wir haben auch eine Karte mit M. Weil du schon nicht gesehen hast. Irgendeine Höhle in Richtung. Ich habe keine Ahnung. Das Erste, was er macht, Holz fällen. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser Typ da ist. Was wir mit dem machen sollen. Können wir natürlich. Erstmal einen Wald abholzen. Ich würde eigentlich ungern hier in die Kälte, in die Eise. Eiseskälte. Eigentlich gern weiter darunter. Da, wo es so grün ist. Wollt ihr wirklich hier schon anfangen? Ja, ich habe ein paar Sachen gefällt, damit ich halt, dass wir was bauen können, wie halt Unterstand. Ja, deswegen frage ich. Login. Na toll. Also optische Verschönerung von The Forest. Das ist zwar schön, aber... Wollt ihr gleich ein eigenes Haus bauen, oder? Baumunterschlupf. Baumplattform 1, Baumplattform 2. Baumunterschlupf. Stocklager, Steinlager, Versorgung, Felspfad, Stockpfad, ist okay. Gartenarbeit. Hallen. Kleine Blockhütte. Also wenn ihr fleißig dabei seid, dann könnt ihr doch eigentlich... Man kann doch manuell bauen alles. Ja, aber ich sehe noch kein. Ich sehe noch kein Bett. Also. Das kann man doch bestimmt einstellen. Das ist mir zu Dingsbums. Gamepad Dead Zone.
Was? Habe ich jetzt gerade einen rohen Fisch gefressen? Ja. What the fuck? Suchen wir uns noch einen Ort zum Besiedeln aus? Oder bleiben wir... Ich würde gerne besiedeln. Sag ich ganz ehrlich. Ich will nicht hier oben bleiben. Ja. Nickel! Oh, die Ohren. Ich weiß nicht, was du hier gerade baust. Ich habe auch keine Ahnung, was mit diesem Freak da ist. Wo ist dieser Typ da hin? Bist du doch hier. Gib mir bitte. Hat der Adler gerade einen Hasen genommen? Sind wir hier? Ah, dann folgt mir einfach, würde ich sagen. Ja, ja. Hab keine Ahnung, warum du das Haus jetzt fertig baust. Lass uns einfach mal da stehen als Schönheitsfehler. Weil hier oben finde ich es ein bisschen blöd auf dem Präsentierteller. Ich habe das Gefühl, hier gibt's gar nichts. Ich will aber auch nicht wie so ein Bekloppter da runterrennen. Das sieht auch nicht gesund aus. Ich glaube, in die Richtung, glaube ich, gibt es einen Pfad nach unten, glaube ich. Wenn ich nicht falsch gesehen habe. Gehen wir erstmal den Bach entlang. Nach unten oder nach oben? Einfach mir folgen. Ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. In solchen Games kann ich mich immer auf meinen Instinkt verlassen. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Okay, ich habe Blätter. Aha. Ich habe Seil und Schnaps gefunden. Jetzt haben wir das Spiel durchgespielt. Schnaps zum Besaufen. Und da. Das ist auch cool. Ich habe... Hier kann man schlafen und speichern. Hier gibt's eine Höhle. Die Juna hat hier vergeblich gewartet, dass ihr Prinz auf einem weißen Schimmel kommt und sie abholt. Sie hat das mit dem Wörtchen "warte hier" sehr wörtlich gemeint. Lassen wir die Juna hier noch ein bisschen warten. Ich weiß zwar nicht, wer hier das gewesen ist, aber war bestimmt auch jemand. Also wenn ich was aufsammle, dann könnt ihr das auch aufsammeln, ne? Ja. Außer wenn du das Bett voll hast, dann ist es dann für alle da. Wenn du es aufsammelst. Wenn ich was? Also, wenn du alles im Inventar voll hast, dann klopfst du es ja wieder und dann ist es für jeden da. Ah, okay. Will ich den Typ nicht erlösen von seinem Scheiß? Wieso? Da kann er von uns dann Essen sammeln zum Beispiel. Oder wir einfach radeln lassen. Ich trau diesem Eis nicht. Ist aber interessant. Ich laufe über Eis, es knarzt. Wenn ich springe, dann kommt ein Schneegeräusch. Oder... Ja. Schneeschand. Aber das Tauschen ist, glaube ich, gut gemacht. Warte mal, bleib mal stehen, Justin. Justin, bleib einfach stehen. Bleib stehen. Ah...
Was? Kuh? Okay. Gut, wir können weiter. Ich wollte nur gucken, wie es geht mit dem Dingsbums. Ich wollte nur gucken, wie es... Okay, wir haben schon mal eine Höhle gefunden. Ein paar Sachen, ist schon mal ganz gut. Ja. Ein paar Fische haben wir auch schon gefangen gehabt im Fluss vorhin. Ja, ich habe noch ein paar. Ich habe noch ein bisschen Federn und so einen Scheiß. Und ja, ja. Ich könnte den Fluss runter folgen. Vielleicht klappt das ja. Au. Hui. Hui. Geronimo! Flop. Und wir hören einen Wasserfall. Au. Es geht. Ich hab einen Stein. Ja, ich hab einen Stein. Stein, Stein. Hier sieht's doch schöner aus. Also optisch ist es ein Hingucker. Warum müssen wir so auf so einen Berg spawnen? Ja, fand ich das zufällig. Das ist zufällig. Ja. Okay. Aber hier geht's, glaube ich. Guck mal, da haben wir jemanden. Hallo, na? Hallo, ihr kleinen Gollums. Ist ja gerade hingefallen. Vollidiot. Der wollte nur friedlich Hallo sagen und ich hau ihn drauf. Doch hier. Au. Au. Ich hab ein Problem, Jungs. Der vergewaltigt meine Leiche. Muss ich respawnen? Könnt ihr mich... Nee, wir können auf dich aufheben. Oh, danke, Jungs. Noch einer? Ja, ich muss mich erstmal ausrüsten. Mal das nicht auf. So, nehme ich mit. Das ist mein Hugo. Ist das jetzt ein Er oder eine Sie? Wenn es eine Sie wäre, dann würde ich sagen, ich gehe mal in die Höhle, bin mal wieder zurück für ein paar einsame Stunden. Hey, Justin. Geht das? Ich nehme irgendein Bein mit. Ich habe jetzt einen Stinkefuß im Eimer. Im Inventar. Willst du ja nicht sagen, aber. Wäre das nicht was für dich, Adriano? Guck mal, der reißt sich so schön auf. Du sollst ihn nicht hauen! Du sollst dich bücken und ein Ding rein. Nein. Wir gehen weiter. Yay! Ich rutsch mit meinen Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Das wird auch gar nicht scheuern, aber manchmal reiern. Weiß man nicht warum, aber die Leiche schwimmt besser als ich.